Tanken, naja, 42.000 ein bis fünfmal die Saison. Ja, das ist. Schaffst du ja nur, um den Tank voll zu kriegen. Ich bin echt am. Okay. Jetzt auch schon. Dauert da hier. Und wie, dieser Stationäre, wie befüllt man den muss, wenn man den nicht ja, mehr oder weniger mitnehmen kann? Ja, bestimmt kannst du da, oh, ich sag jetzt mal, Tankstelle in Anführungszeichen anrufen und die kommen und befüllen den. Ja. Wäre jetzt so mein Gedanke. Den hat's aber noch nicht, ne? Nee. Tank bestellen, dann mit Großbagger stellen, also den dann zurechtdrücken, wo du den hinhaben möchtest. Dann ins Menü vom Tank, Sprit bestellen. Am nächsten Tag hast du ihn dann. Ah, das dauert immer einen Tag, bis Ach der du denn voll Scheiße. ist. Ach du Schande. Das ist nicht so gut, ne? Was war das? 14.000 Liter? 18.000 Liter. 18.000? Der Füllung kostet ca. 42.000. 18.000 Liter, dann passt ja 18 mal der Kleine rein, weil der hat 1.000 Liter gehabt. Ja. Kann denn der Dreck hier nicht immer nach? Siebzehn bis 19.000 groß kostet der große Tank. Okay. Aber ich schätze mal, für den Anfang reicht der Kleine. Da muss man halt öfters mal in die Stadt zum Nachtanken. Ja, das ist ja nicht so tragisch. Dann hast du ja auch schon die mobile Waschanlage, wa? Ja. Wie machst du das? Lässt du die durchgehend laufen oder machst du die Ja. immer nur an, wenn die denn, Ne, ich lasse die ganze Zeit laufen. Tanken je nach Spritpreis und Verbrauch ein bis fünfmal tankst du im Jahr den großen. Du hast halt Zeit und die Kosten. Wie gesagt, die 42.000 pro so eine Füllung für den großen Tank musst du auch erstmal zusammen haben, ne? Hast du nicht gleich am Anfang. Kannst du vielleicht.
Am Anfang ist es halt noch echt sau schwer, ne? Info beim kleinen Burger ausschalten, bis voll beim großen Mobil. Ja, das ist, so habe ich es nämlich auch gemacht. Wenn du mit dem kleinen Burger, als ich mit dem kleinen Burger gebaggert habe, habe ich die Waschanlage auch immer ausgemacht und habe die voll laufen lassen bis 100. Und mit dem großen Burger habe ich die auch laufen lassen, weil das geht halt um einige schneller. Das auch gemacht. Oh, ich habe ja mal was richtig gemacht in dem Spiel. Boah. Gut. Ach du Scheiße, dauert das lange mit dem Tanken. Wenn du mit dem kleinen Bagger richtig triffst, sind zwei kleine Baggerschaufeln eine große Baggergedöns. Weil mit dem kleinen kriegst du, glaube ich, wenn du richtig triffst und die Schaufel gut voll ist oder voll, komplett voll ist, 25%. Mit dem großen Bagger kriegst du halt Doppelt so viel. 50%, ja. Das ist mir aufgefallen. Hattest du den kleinen Bagger dann verkauft oder Ja, was? ich habe den verkauft, ja. Dafür hast du aber nicht viel gekriegt. Ich glaube, ich habe 7200 für den Kleinen gekriegt. Was nur? Ja. Osch. Oder 7500. War ich ja dicht dran. War ich ja dicht dran. Ich will, wenn denn, kaufen. Ich will hier nichts mieten. Außer gut hier, das Gelände ist gepachtet. Kannst ja auch kaufen. Ja, mit 600.000, ja. Aber die Pacht ist ja eigentlich relativ gering, finde ich. 600, ja. Es kommt halt drauf an, wenn du gut viel kriegst an Goldschürfs, ne? Ja, ich 30 weiß es Prozent nicht, das hatte davon, ich das bis ist jetzt noch schon nicht. alles kaufen. Großer Bagger, ja. Bohrer, warte mal. Alles kaufen. Großer Bagger, ja. Bohrer, nein. Kleinen Bagger mieten. Wapu ist bestimmt Wasserpumpe, ne? Ohne Sprit. Neu starten. Neu starten. Was soll ich jetzt neu starten? Das hier?
So, dann mal Gold verdienen. Was war bei dir mit Neustarten jetzt? Musste hier die Wasserdings dann neu starten. Weil war ja Sprit alle und so. Aber das irritiert ja einen voll. Hier ist ja halt kein Schmutz mehr drin, ne, was hier gewaschen werden könnte. Aber trotzdem, wenn das Wasser hier so lang läuft, sieht es auch glitzern, ne? Ja. So. Ja, 21.000. Das sind 21.000. Weil 567 Gramm sind ein kompletter Goldbarren sein und für einen Goldbarren kriegst du 27.000, 21.000 und ein paar zerquetschte. Merkt. So, jetzt wird es aber ganz kriminell. Jetzt komme ich so nicht mehr so wirklich ran. Ne? Doch, im Sock. Verdammt, jetzt brauche ich doch die Eimer. Schön baggern, baggern. Zum Glück muss man nicht 100% da reintreffen. Bin aber echt auch am Überlegen, mir das gleich ein bisschen einfacher zu machen, irgendwie. Ja, versucht ihr doch auch schon mal den kleinen Bagger zu holen. Den hast du doch im 0, nix damit da drin. Du sagst, hast du dann nur 10.000 Verlust, wenn du 7.000 wieder kriegst. Ja? Würde ich sagen. Aber dann habe ich halt auch das Problem mit dem Sprit. Das wirst du irgendwann sowieso dauerhaft haben. Ja.
Bei mir? Weil ich dachte, den großen Bagger soll man sich kaufen.63er Nugget. Was? Nugget? Ja, 63 Gramm. War jetzt kein großes. Boah. Ja, das ist jetzt halt die Frage, kann man denn, wenn man sich jetzt den großen Bagger mietet, na, Ja. kann man den denn, wenn man genug Geld hat, denn auch kaufen? Ja, warum nicht? Ich mache jetzt hier das hier nochmal auf 100% voll. Und dann gucke ich. Erstmal eine Ausgrabungsstelle mal angucken. Beziehungsweise den will. Gleich vorne anfangen mit Burgern, das war ja mein Fehler am Anfang. Weil du kannst die Waschanlage ja nicht schräg stellen, das geht ja nicht. Da macht er ja dein Theater. Denn wirklich irgendwie ein bisschen weiter hinten anfangen mit Buddeln? Schlaf gut, Gugner. Danke, Jo, dass du schlaf da warst. gut, träum was Feines. Frage, wie buddel ich denn mit dem Burger am besten? Mal, wie weit ich mit der ganzen Kabelei komme. Wichtig ist nur nach 1,8 Tagen. Burger neben den. Ja, da wo du halt deine Dinger da verkaufst, ne? Auf die Fläche stellen. Dann um 0 verkaufen.
Ah, ist das schön. Bisschen baggern, ganz gemütlich. Nein, Wie, du bist doch jetzt auch dran, oder nicht? ich bin immer noch im Bad. Immer noch? Ja. Echt. Ich krieg einen Rappel. Ich krieg da gerade echt einen Rappel. Wie wird denn? Ah, hier schippen. Beim Bach. Macht mich irre. Macht mich so irre, ich krieg noch nicht mal die Matte da in den Eimer rein. Ja, das mit dem Magnetitabschneider habe ich ja auch gemacht, ja. Abscheider, Abschneider. Wie ging das nochmal? Die Eimer erst da rein, ne? Ja, zuerst, also du machst deinen Dreck in die Waschanlage. Ist der Eimer voll, machst du den in den Magnetitabscheider. So, und den Eimer machst du dann in eine Waschdings. Also, so gesagt, den Eimer, den ich jetzt erbagger, den tue ich In den Magnetitabscheider. okay. Also der durch die Waschanlage da, der Schmutz, der durch die Waschanlage fährt, geht Ja. ja in den Eimer rein. Und den Eimer machst du zuerst in den Magnetitabscheider und dann in den Rütteltisch. Okay. Ist denn das? Wo speichern geht. Alles weg, ja? Ist auch mein alter Speicherstand weg, ne? Oder wenn ich hier auf New Safe gehe? Ja, ich denke mal schon, ja. Was ist denn das hier? Weg, ne? Mein alter Speicherstand weg, ne? Warte mal, gehe ich mal auf New Safe? Speichern. So, dann, warte mal, ich muss mal fix was gucken, ja? Warum willst du denn überhaupt speichern jetzt? Weil ich mal was gucken möchte. Achso. Ja, mein Speicherstand ist komplett weg, mein Alter. Tja, war wohl nichts mit dem, ich lock mal um, war. Nein, ich wollte das mal Tor zeigen, ob er das so meinte mit das andere alles unten bei der stationären Waschanlage. Ich brenne. Muss was trinken. Habe ich gerade. Deswegen war ich mal komplett gemutet, weil ich gerade so viel getrunken habe, dass die Flasche so. Okay, warte mal. Ich hatte. Hier angefangen. Bin circa bis. Hier circa gekommen. Überhaupt hier so, aber so. Wenn man die Schläuche und die Kabel ganz ordentlich packt, ja, bin ich bis hier circa gekommen mit der Waschanlage.
Mit den drei langen Schläuchen. Insgesamt auch mit Stromkabel und so bin ich bis hierher gekommen. Pi mal Daumen. Deswegen hatte ich gedacht, Fläche anfangen. Dann bleibt aber diese große Fläche. Würde er denn eine Seite auflassen, wo ich denn halt drauf fahren könnte? Also, das ist mal angenommen. Ich denke jetzt mal laut, Schatzi. Ja. Jo. Angenommen, ich würde das hier so stehen lassen. Also würde die Seite hier gar nicht wegbuddeln. Dann wäre das auf einer Höhe, wo ich denn immer drauf fahren könnte, sodass ich denn die komplette Fläche. Ja. Warte. Warte, 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 warte. Du hast ja direkt gleich vorne angefangen, na? Ich ja, ja. Ich habe ja noch nicht so die Baggererfahrung, ne? Ich kenne das halt nur, wie gesagt, weil hier, wo du gerade baggerst, geht der feste Boden, sage ich mal, den halt nicht wegbaggern kannst, der noch ein bisschen so schräg. Ja. Auf die Schräge kannst du die Waschanlage so nicht bauen, stellen. Weil du die dann nicht triffst, oder warum? Du kannst noch nicht mal die Schläuche denn anschließen, sobald die Ach so. Schräg steht. Ja, der, warte mal, ich will. Wo ist denn eigentlich mein Anhänger? Ja, so hatte ich das auch, ja. Dann hatte ich circa hier so zu stehen. Wir brauchen mehr Nuggets. Oh, was war das jetzt? Ah.
wir denn erstmal auch nicht mehr. Okay. Ja, wenigstens mal was anderes wie Schippen. Aber das Gelände ist echt groß, hä? Ich habe da aus Versehen den komischen Filter von der Pumpe ausgemacht. Weiß ich nicht, ob Tor noch. Bisschen was habe ich bis jetzt schon geschafft, Gott sei Dank.
A little bit. Bin ich doof? So, was hast du wieder gemacht? Eine Kabel. Hä? Kabel verloren. Wie hast du ein Kabel verloren? Tatsache, ich habe unterwegs ein Kabel verloren. Was für eine Scheiße. Oh, ich hasse es, mit einem Anhänger fahren. Tschüss. Leck mich doch, weißt du? Mit dem Pickup hinterher gerollt. Ah, jetzt habe ich schon Scheiße. Bleib stehen! Nein, was machst du? Doof, ne? Doof. Ich hab doch die Handbremse gelöst. Folge mir. Bleibst du jetzt hier stehen? Geh nicht weg. Bleib ein Lieb. Er ist leer. Nee, 1, 2, 3, 4. Ich hatte doch. Schon ein. Hatte sechs Kanister.
Hast du auch einen verloren? Weiß ich nicht. Hier ist einer drinne. Ich kann den doch gar nicht verloren haben, eigentlich. Geht keiner. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Da war. Der wird sich irgendwann mal anfinden. Für 10 Minuten? Aber schon wegen dem Link, ne? So, ich mache mich jetzt auf den Weg zur Stadt. Erstmal zum Schmied. Erstmal gar nicht viel, was ich habe. Gar nicht viel, was ich habe. Aber wenigstens etwas, was auf mein Geld jetzt so mit drauf kommt. Oh, warum ist das so laut? Ja, jetzt kommt es halt noch auf die Waschanlage drauf an. Wird es mit dem Bagger auch bloß nichts los? Problem. Sobald ich das Geld da habe, hier wegen Lager, dann. Denn Yuki jetzt. Yuki! Ja, wieder nach der Stadt cruisen. Aber dass mein Tank da, also mein Kanister weg ist, der eine. Meinen habe ich vorhin Was? wieder gefunden. Der lag dann genau Aber ich kann ihn ja entgegengesetzt, wie ich gar ihn nicht geholt habe. verloren haben, weil der die ganze Zeit in dem Anhänger war. Bin ich mir sicher.
Egal. Ja, ich hatte 6 Kanister. Jetzt habe ich nur 5. Hatte ich nicht 198? Ich hatte 198 Gramm Gold. Ja. Habe ich jetzt nur 178? Habe ich da jetzt. Hast du eingeschmolzen? Ja. Bezahlst du doch Gebühr. Bezahlst Anhänger. Gebühr. Im Anhänger sind 4. Im Pickup, auf dem Pickup habe ich nur einen. Sind 5. Oder? Das. Das leckt gerade bei mir. Gut. Oh. Oh, nee, Alter. Los. Irgendwelche Updates irgendwo? Kann ich dir leider nicht sagen. Jetzt. Was macht man denn mit hier? Ach hier, Magnetitverkauf. Verbessern. Was kann man denn da? Goldverlust? Zeit? Was würde der große Bar. Oh. 69. Oh, der ist günstig! 69.000, der große Bagger! Wer ist denn der zum Mieten? Jetzt. Warte mal. Tägliche Mietkosten 2.778. Habe ich doch locker drin, oder? Ja, das auf jeden Fall. Wirklich Miet? Sag mal, was würde der Kleine kosten? 651. Biete den, na? Ich. Der denn schon da? Nee. Hö? Warte. Quatsch. Ich muss erstmal hier die Stimme gucken, oder? Weiß. Ja. Stellung. Genau. Brauche ich nicht. Danke. Weg. Ja. Bewegen. Ich jetzt. Oh. Ah, ich muss ja erstmal. Ja, ich will erstmal. Warte mal. Schlauch habe ich auch. Jetzt braucht denn nur noch die Wahrscheinlichkeit. Aber man, ohne es böse zu meinen, ja, aber man könnte echt denken, und an dem Spiel gar nichts mehr, ne? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Brauche ich ja noch mal so ein Niederspannungskabel und dann. Ah, da brauche ich mehr.
Muss mal kurz, das geht bei mir gerade gar nicht mehr. Okay. Neu starten. Das weiß bei mir gerade gar nicht mehr so wirklich. Ja, nee, Niederspannungskabel, den brauche ich. Das komplette Spiel hat sich gerade aufgehangen. Was ist denn da gerade los? Hast du auch einmal den Blödsinn erwartet? Aber mich am Umzug. Den brauche ich jetzt. Hast du den Magnetitabscheider auch schon? Ja. Den brauche ich ja von dem Stromgenerator. Was ja dieses dieses Hochspannungsstromgedöns, dann hast du da ja noch so einen Niederspannungsverteiler oder wie das da heißt. Das kannst du ja mehrere so eine kleinen Stecker anschließen. Ja, genau. Was ist los, mein Schatz? Ich liebe dich. Ich dich auch. Was Oh, was macht er jetzt? Warte, oh, was habe ich vergessen? So, jetzt muss ich mal ein Lügi-Lügi machen. Die Stromkabel dann immer ab müssen, wenn du das Teil hier versetzen willst. Also was, warte, das hier wollte ich noch kaufen. Der Stromverteiler, genau. Wasser. Nee, die war. Noch so ein. Bei Sonne. Nee, das reicht aber hin. Brauche ich nicht mehr. Denke ich davon. Den Stromkabel habe ich, ne? Habe schon. Was ist los? Gar nichts, mein Schatz. Gar nichts. Ich hab. Biete dir doch auch den großen Bagger. Och, was? Jetzt habe ich erstmal den kleinen gekauft. Ja, den kannst du doch verkaufen, weil den großen mietest du für 2000 noch was den am Tag. Und das kriegen wir locker rein, mein Ja, Schatz. ach was. Das geht schon, das geht schon.
Jetzt mache ich Meinst erstmal nur mit dem gut. weiter. Meinst nur gut, dass du Ich auch weiß, ich Kohle weiß. machst ohne Ende. Ich die Frage, ich weiß nicht, wo ich anfange mit Buddeln. Ich Ich mache hier Randale bei der Fabrik hier auf dem Parkplatz. Habe ich Okay. sämtliche Autos. Auch wieder vorne an. Erstmal jetzt hier erstmal alles. Auch? Nein. Kippen hier. Bleib. So, meine Lieben, ich werde jetzt aber auch Feierabend machen. Ich habe auch leichte Kopfschmerzen. Also, was heißt leichte Kopfschmerzen? Eigentlich enorme Kopfschmerzen. Und ja, wir haben auf jeden Fall heute schon ein Riesenstück geschafft. Wir haben den Bagger, wir haben alles, wir haben Nuggets gefunden, das ist schon die Hauptsache. Also, im letzten Safe Game, da lief ja alles drunter und drüber. Also, dann war ja echt reinste Katastrophe. Aber jetzt scheint es alles behoben zu sein, soweit, so gut, sagen wir mal. Und ja, schauen wir mal, was jetzt demnächst weiter passiert und wie viele Nuggets wir noch finden. In welcher Höhe, in welcher Größe. Jo, bin ich echt mal gespannt. Gutes Loch haben wir auch schon. So, in diesem Sinne möchte ich mich verabschieden. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und ich denke mal, dass ich morgen auf jeden Fall wieder streame. Ich weiß nur noch nicht was. Das kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Schlaf nachher gut und träumt was Schönes und bis bald.